Rettungsdienst und Feuerwehr sind jetzt unterwegs zu einem Einsatz, bei dem das Leben einer ganzen Familie auf dem Spiel steht. Leitstelle Köln, hallo? Frauke Gärtner, schönen guten Tag. Ich bräuchte ganz dringend einen Wagen hierher. Hier kommt Qualm aus meinem Haus. Überall. Können Sie mir sagen, wo Sie sich befinden? Bärenrade Straße 24 hier. Qualm kommt aus dem Haus. Ja. Wissen Sie, ob da noch Personen drin sind? Mein Mann und mein Sohn müssen noch da sein. Frau Gärtner, bitte bleiben Sie vor Ort. Die Rettungskräfte werden informiert und sind jeden Augenblick bei Ihnen. Oh mein Gott, ja, danke. Nach einem Einkauf sieht die Anruferin dicken Rauch aus ihrem Haus kommen. Sie weiß nicht genau, wer sich zu Hause aufhält. Einsatzleiter Björn Eckhoff versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Jetzt mal ganz ruhig. Wer ist da drin, Ihrer Meinung nach? Mein Mann und mein Sohn müssen da drin sein. Also ich glaube... Okay, Ihr Mann und Ihr Sohn. Weitere genau. Personen noch? Können Sie ungefähr... Ich weiß nicht genau, ob mein Vater und meine Schwester drin sind. Die wollten noch kommen, aber ich weiß okay, nicht... Okay, beruhigen Sie erstmal ganz kurz. Können Sie ungefähr sagen, unten im Erdgeschoss, wo die zuletzt waren, wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Heute? Also oder ich gehe mal davon, dass Sie im Erdgeschoss sind. Okay, alles klar. Ja, okay, also gut. Ich die Anruferin war bei unserem Eintreffen völlig aufgelöst. Es ist natürlich furchtbar, wenn ich nach Hause komme, ich habe keinen Schlüssel, ich komme nicht rein, ich sehe, es raucht aus dem Haus raus. Ich weiß nicht, was ist mit meinen Leuten da drin. Das ist, glaube ich, eine Situation, in die möchte keiner von uns kommen. Und da kann ich es auch völlig nachvollziehen, wenn man da sehr emotional und verzweifelt reagiert. Die Lage ist unübersichtlich, da niemand weiß, wie viele Personen sich im Haus befinden. Ein weiterer Löschzug rückt daher als Verstärkung an. Okay. Ich brauche den Angriffstrupp. Wir haben einen Wohnungsbrandzimmerbrand hier vorne. Vermutlich noch zwei Personen im Gebäude. Ja. Okay? Ja. Schick die Jungs rein. Die Tür müsste aufbrechen. Ich bin noch nicht drin gewesen. Ja. Okay. Genau, halt Sie ein bisschen fest, alles andere machen wir gleich. Ihr seid soweit bereit? Wir sind bereit. Die Gefahren für die Person im Haus sind natürlich sehr stark gegeben. In dem Fall die Explosion oder eben halt auch der Rauch, der im Gebäude ist, die Flammen, die natürlich dazukommen. Diese Gefahren sind natürlich für jeden immer ein großes Risiko. Rauchgas kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen. Die Suche nach den Vermissten hat daher Priorität. Ansprechbare Person im Wohnzimmer gefunden. Wir bringen sie jetzt raus. Langsam hoch. Langsam. Ich komme jetzt hier raus. Ganz gut. Noch weiß niemand, wie lange der Mann dem giftigen Rauchgas ausgesetzt war. Er kriegt kaum noch Luft und kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Darüber. Dass der Patient pausenlos gehustet hat, ist natürlich klar. Er war in der verrauchten Wohnung, er hat viel von dem Rauch eingeatmet. Das reizt massivst die Atemwege. Des Weiteren war er wahrscheinlich auch noch so geschockt von dem eigentlichen Hergang, der da passiert war, sodass er immer nur Sabine gerufen hat. Was ist passiert? Sabine! Nur Sabine? Ruhig. Noch immer ist nicht klar, wie viele Personen sich zum Brandzeitpunkt im Haus aufgehalten haben. Auch der Sohn wird noch vermisst. Die Feuerwehr macht sich daher umgehend auf die Suche nach weiteren Verletzten. Der Ehemann hat eine Rauchgasvergiftung erlitten, aber der weitere Bodycheck war soweit unauffällig, dass man da, sag ich mal, schwere Verletzungen doch ausschließen konnte. Zweite Person kommt. Stufe. Okay. Hallo. Ansonsten Wohnung weiter absuchen, auch obere Etage, ja?
Bei der Befragung der Person draußen haben wir den Hinweis bekommen, dass noch weitere Personen im Gebäude sein sollen. In diesem Moment ist die Brandbekämpfung oder das eigentliche Schadensereignis erstmal zweitrangig. Deswegen habe ich den Angriffstrupp wieder direkt reingeschickt zur Menschensuche. Dementsprechend haben wir alle Räume nacheinander abgesucht, um wirklich sicherzustellen, dass hier keine Person mehr im Haus ist. Sobald der Zugang drin ist, machen wir eine Intubation, ne? Lass den Blutdruck dran, ist egal. Lunge hattest du auskultiert, ne? Sagst du die Linie? Ja, genau, hast du gesagt. Schlechter, die links. Okay. Als nächstes wurde Sabine aus dem Haus gerettet. Sie war tief bewusstlos. Diese tiefe Bewusstlosigkeit und auch die nicht zureichende Atmung, sag ich mal, die Ateminsuffizienz, die sie zum Zeitpunkt der Rettung hatte, macht uns doch schon große Sorgen. Ja, das sind jetzt total beschissene Momente hier. Wir haben jetzt zwei Einsätze oder zwei Patienten und müssen jetzt hier zaubern. Deswegen ist das jetzt genau, sieht chaotisch aus, aber lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Aber was hat sie denn? Schafft sie das jetzt? Bleibt sie jetzt am Leben oder was ist das? Ich gehe davon aus, wir tun ja, was wir können. Aber ich kann im Moment ja nicht sagen, was genau passiert ist. Zwei Personen konnte die Feuerwehr im Haus ausfindig machen. Die Schwägerin und den Ehemann der Anruferin. Von ihrem Sohn und ihrem Vater fehlt allerdings jede Spur. Das Feuerwehr ist gestört, definitiv, wir sind unterwegs. Haben wir noch mal geklärt. Gut. Michael, bei dir alles okay? Ben, was ist da? Ne? Im Haus macht die Feuerwehr dann eine interessante Entdeckung. Guck mal, hier ist ein Ofen. Bei der späteren Begehung haben wir dann eine Spraydose gefunden, so eine Lackdose, die halt in diesem Ofen war. Das heißt, dass diese Dose im Ofen natürlich explodiert ist und dieses Schadensereignis hier verursacht hat. Schon was gebessert hier, oder? Ja, sie ist von den Vitalparametern, sprich so die... Ich brauche zweimal hier zum Umlagern. Atmet halt nicht selbstständig, das ist momentan ein Problem. Da müssen wir gucken, woran liegt das. Also hier diese Patientin habe ich intubiert aufgrund der Rauchgasvergiftung, aber auch als Schutzintubation bei einer tiefen Bewusstlosigkeit. Die Schutzreflexe, die jetzt ein normaler Mensch hat, wie jetzt ich huste, wenn ich mich verschlucke, hat ein Bewusstloser nicht mehr. Und somit muss ich halt gucken, dass ich die Atemwege sicherstelle und das mache ich in diesem Moment mit der Intubation. Schauen Sie sich das bitte mal an. Können Sie mir da irgendwas zu sagen? Der Kollege hat das jetzt gerade gefunden, das war direkt da am Kamin. Hat da mal was gestanden neben dem Kamin? Und die kommt aus dem Kamin raus? Ja, richtig, genau. Die lag direkt davor, beziehungsweise Teile auch im Kamin. Das heißt, die war da drin. Das ist absurd. Also das Einzige, was ich an Spraydosen benutze, ist Haarspray. Aber was? Die lagern sie nicht zufällig auf dem Kamin? Ich hoffe nicht. Okay, nein. Gut. Also wunderbar. Ich habe keine... Also haben Sie keine Erklärung? Ahnung. Nein. Das hochgiftige Rauchgas hat der Schwägerin schwer zugesetzt. Sie muss umgehend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn? Stopp. Wer sind Sie denn? Ich wohne hier. Sie wohnen hier oder was? Mama. Hey. Mama, was ist denn los? Mama, dir geht's gut. Oh mein, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Du bist ja drin. Guck mal, Papa. Papa. Was ist das? Papa. Halt ihn mal fest. Das ist der Sohn. Papa. Alles okay bei dir? Ja. Alles okay? Oh mein Gott. Was passiert? Was ist hier los? Was passiert? Ich war nur mit Opa im Wald. Ich weiß es selbst nicht genau. Irgendwie muss der Kamin explodiert sein. Wer sind Sie denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und dann komme ich hier zurück und alles. Schwiegervater, okay. Ja, gut. Es sieht jetzt erstmal natürlich ein bisschen schlimm aus, um Gottes Willen. Ja, ich erkläre Ihnen gleich alles ganz in Ruhe, okay? Ja. Natürlich haben wir uns die Frage gestellt, wie kann das Ganze hier passieren? Und da sind wir ganz viele Dinge durch, haben wir ganz viele Dinge durchgespielt. War es jetzt vielleicht Ehedrama, vielleicht, also sag mal, ein Racheakt an irgendeiner Person? Man weiß nie genau, wer, was alles so, was man sich so einfallen lässt. Und von daher, die ganze Situation war sehr suspekt. Jetzt habe ich noch mal eine ganz klare Frage an Sie. Sie wohnen ja schließlich auch hier, Sie haben ja hiermit zu tun auch, ja? Können Sie mir erklären, der Kollege holt das jetzt gerade mal vor, das Objekt der Begierde. Kannst du mir das mal eben zeigen? So, zeig noch mal den Herrschaften bitte. Also, das haben wir im Kamin gefunden. Ja, und vor dem Kamin. Das heißt, das wird sehr wahrscheinlich die Ursache sein. Jetzt habe ich einfach mal eine Frage in die Runde. Kann mir das irgendjemand erklären? Ich habe das Gefühl, Sie wollen mir irgendwas sagen. Kann das sein oder? Kommen Sie mal mit. Wir beide gehen mal reden. So, jetzt mal ganz in Ruhe. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Kann das sein, dass Sie ein bisschen was vielleicht mit der ganzen Dosengeschichte zu tun haben? Also, ja, also... Also ruhig ehrlich, wir sind da unter uns jetzt hier.
Ich habe ein paar Graffiti-Dosen bei mir zu Hause gehabt. Ich habe die nicht im Haus gepackt, sondern ich hatte das beim Brennholz versteckt. Meine Eltern hatten mir das verboten. Also sind sie so ein Sprayer oder was? Ja, der Kamin wurde durchgehend halt nicht befeuert. Ich dachte, das bleibt da einfach geheim. Also die Dosen waren im Kaminholz versteckt, damit die Eltern sie nicht erwischen, weil sie Sprayer sind. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass es hochgefährlich ist, was hier passiert ist. Spraydosen und Feuer sind hochgefährlich. Es gibt einen extremen Knall. Selbst kleine Spraydosen sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Also guter Umgang, vorsichtig sein, aufpassen und immer von Hitzequellen fernhalten. Ich wollte ja keinen verletzen. Ich konnte ja nicht wissen, dass das einfach mitgenommen wurde. Ich habe das ja einfach nur versteckt. Hast du die Dose in den Kamin getan? Nein, ich habe es zum Holz gepackt, weil da geht ja keiner rein. Aber das machen wir gleich erstmal, ne? Das klären wir gleich. Okay. Also ich sag mal, für uns ist es einfach ein Sensus nur wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht vorsätzlich war. Ne? Weil wir haben ja jetzt hier eine zweifache Körperverletzung, die im Raum steht. Wir werden es auch so in einem Bericht schreiben. Ich schätze mal, dass das der Staatsanwalt einstellt. Ist aber nicht unsere Entscheidung. Nur wir müssen es nur eintragen und dementsprechend auch ermitteln. Also ganz wichtig ist natürlich immer, dass man mit Kindern auch spricht. Kinder machen Fehler, das gehört einfach dazu. Natürlich darf sowas nicht passieren, soll auch nicht passieren. Aber es sind Kinder und sie müssen halt auch lernen. Und ich hoffe natürlich, dass die Eltern auch hier mit ihm nochmal darüber sprechen werden. Okay, wo ist die Notärztin? So, hast du noch irgendwas? Fahrt ihr? Ihr seid weg? Nee, genau, wir fahren. Brauchst du noch irgendwas? Nee, alles im Moment gut. Nicht. Im Moment okay, ist wir sind auch klar, durch, wir räumen jetzt auch zusammen, wir machen jetzt auch Feierabend. Okay? Okay, also alles Gute. Tschüss. Also hier hatten wir ja zwei zu versorgende Patienten, den einen, sage ich mal, leicht bis mittelschwer verletzten Herrn und die doch etwas schwerer verletzte Dame. Stress ist in unserem Job relativ normal, da muss man mit klarkommen, da muss man auch mit umgehen können. Und in den seltensten Fällen sind halt Einsätze tatsächlich so, wie man sie erwartet. Man muss immer damit rechnen, dass alles anders kommt, als man es eigentlich gedacht hat. Durch die Hitze des Ofens ist die Spraydose explodiert und hat den Brand ausgelöst. Der Ehemann hat sich mittlerweile im Krankenhaus von der Rauchgasvergiftung erholt. Auch seine Schwägerin hat keine Folgeschäden davongetragen. Die Ermittlungen gegen den Jungen wurden eingestellt.